Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 14. Juli. Ich grüße Sie wieder ganz herzlich und wir wollen auf ein nicht uninteressantes Währungspaar schauen, das hier natürlich im Juni ganz klar geprägt wurde durch den Brexit-Event, den ja die Masse praktisch so nicht erwartet hat. Aber jetzt ist es, wie es ist, und man darf mal gespannt sein, wie das überhaupt noch weitergeht. Grundsätzlich das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar natürlich hier groß im Taumeln. Und hier in der sichtlichen Schieflage. Wir sehen aber, und da gehen wir direkt mal hier in den Wochenchart, das große Bild. Ja, also hier seit Mitte 2014, auch vor dem Hintergrund, dass hier praktisch dann die eigentlichen Zinsanhebungsambitionen gekippt wurden, hier mehr und mehr dann praktisch auch die Fantasie aus einem starken Pfund rausgenommen wurde und letztlich Mitte 2014 natürlich auch dann die Ankündigung der Fed, hier insbesondere nach vorne zu preschen, die Leitzinsen anzuheben, wie es ja dann jetzt auch im Dezember das erste Mal geschehen ist des letzten Jahres. Das führte aber dann natürlich hier zu einer klaren Umkehr des Kapitalflusses und das britische Pfund taumelte eben hier gen Süden. Die Marke von knapp 67, 70, 1,68, die Marke von rund 1,70. Ganz wichtiges Level auf der Oberseite. Letztlich ganz klarer Fake-out und seitdem ging es hier eben mehrere tausend Pips nach unten. Das ist deutlich zu sehen und der Brexit-Event eben unlängst hier mit dieser Monsterkerze hat natürlich hier ein neues Mehrjahrestief beschert und hier mit den Tiefs unterhalb der Finanzmarktkrise ist praktisch das Nirvana ja letztlich aufgerissen wurden. Ich hatte vor längerer Zeit auch mal einen Big Picture Chart gezeigt, der jetzt grundsätzlich eigentlich freien Spielraum in Richtung runder Marken eigentlich zulässt. Es gibt keine signifikanten Unterstützungslevels und die Marke von 1,25-1,20 bleibt aktuell, mittelfristig. Aktuell ist aber hier auf Wochenbasis gesehen, dass der Preis sich hier einer Erholung unterwirft aktuell. Und Sie haben auch hier diesen blauen Tendenzpfeil vor sich. Das ist praktisch ein Pfeil sowohl von der letzten Sendung auch als vom letzten JFD-Devisenradar-Webinar immer mittwochs von 15 bis 16 Uhr. Und hier eben die Annahme, dass wir zunächst nach diesem Schock, nach diesem Ausverkauf einen Rücklauf sehen. Und zugegebenermaßen nach technischer Einschätzung wäre ein Rücklauf in Richtung 1,35 eine Prachtleistung. Denn wir haben hier dieses einstige Unterstützungslevel bzw. im Prinzip Haltezone frühere Jahre, was jetzt hier sozusagen als Pullback-Zone dienen könnte. Und wenn eben der Preis in Richtung 1,35 anzieht, könnte es interessant werden für Short-Engagements. Und das schauen wir uns jetzt mal hier im Tagesschart nochmal an. Ähnliche Situation, also zwischen 1,34, 1,35, denke ich, wird es recht spannend für Short-Engagements. Sollte es hier zum Beispiel ein Shooting Star geben, ein Bearish Engulfing, eben auch immer, wie ich sage, gewisse Divergenzen in den untergeordneten Timeframes oder gegebenenfalls auf Tagesbasis kann hier durch aus spekulativ ein Short gewagt werden, das praktisch darauf setzt, dass hier im Bereich 1,35 der Niveaus aus 2009 zur Finanzmarktkrise eben der Preis dann doch wieder dreht. Und wir sehen auch hier die Kerzen nach dem Brexit-Event Ende Juni. Die haben es nicht geschafft, hier deutlich über die 1,35 rauszugehen. Das zeigt, gerade auf diesem Niveau ist doch hier schon ein gewisses, ja, Niveau, ein Gebelevel sozusagen, wo die Marktteilnehmer dann hier doch aussteigen. Aber aktuell, heute auch wieder von das Währungspaar. Und dazu habe ich Ihnen auch die FTSE-Vektorlogik mal mitgebracht. Das sieht nämlich mal gar nicht so uninteressant aus in Sachen Pattern, was wir da heute haben. Das heißt, das britische Pfund hier aktuell, wir sehen es ja hier bei 1,3220 etwa. Die FTSE-Vektorlogik sieht hier heute noch ein ganz, ganz anderes Niveau voraus. Wir haben hier mit gut 78-prozentiger Trefferquote, das ist wirklich eine große Hausnummer, sieht man nicht allzu oft, 78% Trefferquote und 234 Erscheinungen, eine Performance von über 0,9% statistisch gesehen hier als einen positiven Tag vor uns. Das sieht man hier an diesen vorangegangenen Tagen und dass heute praktisch der jetzige Tag ist, scheint so, als würde es nochmal einen richtigen Ausflug nach oben geben. Und das britische Pfund heute, auch mit dem britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen, aber vielmehr eben hier on top, das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, auch Cable genannt, hier mit Potenzial rein statistisch in Richtung 1,3337. Und das eben auch mit einem sehr, sehr starken Pattern, was eben auch hier, wenn Sie jetzt nochmal die Wochentagsstatistik sehen, unterstrichen wird. Wir haben am Donnerstag den bullischsten Tag des britischen Pfunds. Allerdings heute, und geben Sie Obacht, da ist natürlich ein Tag des Pfunds nicht von der Hand zu weisen. Und ich zeige Ihnen auch warum, weil wir heute hier in Sachen News natürlich das Protokoll der Notenbank haben, vielmehr aber auch den
Zinsentscheid der Bank of England. Und Sie sehen, die Prognosen sagen voraus, dass die Zinsen gesenkt werden könnten aufgrund des Brexit-Events. Ja, das hat natürlich vor einigen Jahren keiner so kommen sehen. Man hatte ja vielmehr gemutmaßt, dass auch die Zinsen in Great Britain ein Stück weit angehoben werden. Das aber, wie gesagt, jetzt ein Stück weit komplett gedreht. Sozusagen hier die heimische Wirtschaft stärken mit niedrigen Zinsen und es wird davon ausgegangen, dass der Zinssatz gesenkt wird. Was dahingehend passiert, beziehungsweise ob es auch dazu kommt, das bleibt mal abzuwarten. Letztlich dürfte das britische Pfund heute hier starke Bewegungen erfahren. Rein statistisch vom Wochentag, von der FTSE-Vektorlogik sieht es so aus, als würden wir hier nach oben laufen können. Das sind aber wie gesagt Parameter, die natürlich die News oder die Entscheidung der Bank of England keinesfalls berücksichtigen. Das muss man natürlich ganz klar als Veto hier einwerfen. Das heißt, rein statistisch sieht es gut aus, aber es kann sich, wie gesagt, alles noch recht schnell verwerfen. Grundsätzlich aber die Annahme, dass es, wie auch immer die Zinsentscheidung, ob sie denn kommt, auch aufgenommen wird, wenn wir hier einen Lauf in Richtung 1,35 sehen, dann wird es spannend. Geht der Preis deutlich über 1,36 raus, dann kann es hier auch nochmal locker in Richtung 1,40, 1,41 nach oben gehen. Aber kommt der Preis hier ins Stocken, wären Short-Engagements durchaus eine Möglichkeit. Ich mache nochmal einen Extreme-Move. Ja, das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass es jetzt genauso kommen wird, aber als Alternative, wenn der Preis eben doch nach oben auftritt, muss man auch dieses sozusagen sehr starke Momentum, diesen krassen Umkehrschub auf der Agenda haben, wenngleich ich hier das erst über 1,36 favorisieren würde, 1,3650 sogar. Diese rote Zone wäre für mich nach wie vor eine interessante Zone, um eben Short-Engagements aufzuladen. Und das bleibt auch so. Wenn es denn, wie gesagt, zu einer Erholung kommt. Es wäre natürlich auch denkbar, dass im Sinne der Zinsentscheidung möglicherweise, wenn der Zins gesenkt wird, das Kapital noch mehr flüchtet aus dem britischen Pfund und wir direkt hier einen Ausverkauf nach unten sehen. Ich glaube, wie gesagt, dass das britische Pfund sein finales Tief noch nicht gefunden haben wird. Rechne andererseits aber auch nicht damit, dass wir hier in die Parität laufen, also in die Marke, zur Marke von einem US-Dollar. Dennoch, wie gesagt, der Schock ist da. Die Erholungsambitionen sehr verhalten, meines Erachtens nach. Wenn es hier heute keine Zinssenkung geben sollte, dann sollte man aber damit rechnen, dass es hier vielleicht so einen Erholungsschub nach oben gibt und dann könnte es wiederum interessant für ein Short-Engagement sein. Das sozusagen mal das Statement zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Heute am Donnerstag, dem Tag, wo die Bank of England praktisch ihre Zinsschraube den Prognosen erwartungsgemäß senken wird. Das wird mal ganz gespannt sein zu beobachten. Achten Sie, wie gesagt, drauf, was das britische Pfund heute hier noch anstellt. Ich, meine lieben Zuschauer, wäre jetzt erstmal durch mit dem heutigen Devisenradar. Wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns selbstverständlich morgen wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.